Hallo und willkommen, ich bin Samka3 und wie ihr seht, bin ich ein Zwergensamurai geworden. Yeah! Seht ihn euch an, wie fies und grimmig er aussieht, vor allem sein Bart. Ein fies, grimmiger Bart. Nein, wir sind natürlich hier nicht in Japan irgendwo gelandet, sondern wir sind irgendwo gelandet, wo Pandaren rumlaufen. Ich habe keine Ahnung, wie es mich hierhin verschlagen hat, aber ich bin auf jeden Fall falsch hier. Denn auf mich wartet eine Kaserne und eine Garnison sogar, die auf mich wartet, rumgetreten zu werden, also die Leute da drin. Und dann geht's auch richtig ab hier. Ja, warum mache ich dieses Video? Ganz bewusst nicht, um jetzt WoW zu zeigen. Keine Panik, keine Panik. Das kommt später. Nein, wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen darüber reden, was in dem Channel gerade passiert. Als auch, ich meine, das Jahr ist zu Ende. Das eine oder andere könnte man an der Stelle jetzt ruhig mal so erwähnen und vielleicht herausheben. Als auch... Ah, cool, Vögel. Das andere mal herausheben und vielleicht auch mal erwähnen, so als infomäßig mal, was hier noch passieren soll. Fürs kommende Jahr. Gut, fangen wir mal vorne an. Erstmal, ich habe hier, wie ihr natürlich eindeutig erkennen könnt, habe ich ein bisschen wieder mit WoW angefangen. Und das hat auch seinen Grund, weil ich hatte die Testzeit gespielt und fand das halt cool. Fand das sehr cool und bin halt wieder zurückgekehrt. Gegehrt? Nein, zurückgekehrt ins Spiel, weil ich habe das schon vor... Da, wo es rauskam halt, das ist ja schon das ein oder andere Jahr her, da habe ich es halt gespielt für 3, 4, 5 Jahre am Stück. Also ich weiß ungefähr, was da passiert ist, zumindest am Anfang. Und jetzt gegen Ende habe ich nur so immer intervallmäßig mal reingeguckt und der Intervall ist halt wieder da. Der Intervall ist wieder da und ich sag mir, die Garnison ist toll. Also ich habe mit einem Charakter, der 1,97 war, schon mal reingeguckt und ich fand das sehr toll, was ich da gesehen habe. Deswegen dachte ich mir so, oh, du musst unbedingt einen anderen Charakter, den du besser spielen kannst, auf 90 bringen und dann mal die Garnison unsicher machen. Aber jetzt, wie gesagt, wir gehen jetzt mal nicht weiter auf WoW ein, da kommen wir am nächsten irgendwann später mal drauf zurück und dann werde ich auch mehr mal dazu erwähnen und vor allem auch das, was mir gefallen hat. Auch wenn man natürlich jetzt viel darüber hört, dass das Spiel völlig verpackt ist und es ist nicht ganz so völlig verpackt. Es hat durchaus seine Problemchen hier und da, aber es zum Großteil läuft die Sache. Zum großen Teil läuft die Sache so, wie es soll. Wie du schubst mich runter, Junge. Okay. Der hat echt einen komischen Vater, der hier. Egal. Mit dieser schönen Aussicht auf ein Land, wo kaum noch Spielerinnen rumlaufen, weil Pandaria ist ja keiner mehr, sind ja alle jetzt, ne? Nach Draenor abgehauen, immer. Nee, aber jetzt, davon abgesehen, du kommst schon mir zu nah, geh weg. Und zwar, erstmal gucken, was. Okay, ich stelle mich jetzt mal anders hin. Hier, die nerven mich alle hier. Gib mir alle aus dem Augen hier. Kann ich hoch? Ist da oben oft? Nein. Ah. Ja, ein idyllisches Bild, ja. Nee, so, aber so, so ist, ja, so, schön, schön, ja. Bleiben wir mal so stehen. Da habe ich ein bisschen ein Spiel im Hintergrund, dass man auf irgendwas mal gucken kann. Ich kann auch einfach rumlaufen, aber ich glaube, ich will nicht jetzt irgendwo kämpfen gehen. Ich gucke mich ein bisschen um, damit mal, jetzt klippe ich hier noch mit der Kamera durch die Wand. Egal, da wir ignorieren jetzt WoW im Hintergrund, zumindest. Die Augen von euch können darauf gucken, während ich halt ein bisschen was erzähle über den Channel. Das ist, glaube ich, eine gute Kombination. Und, ja, gucken wir einfach so ein bisschen hier runter und ihr blöden Viecher, haut ab. Gut, überlegen wir uns das vielleicht, stellen wir uns noch mal woanders hin. Ne? Gehen wir mit meinem Hightech-Mount einfach auf Reise. Wer am besten wir reiten? Lasst uns einfach reiten. Ich lenke mein Gefährt durch die Landschaft. Wir sehen ein bisschen uns die Landschaft an. Wir machen halt quasi einen Roadmovie. Jawohl, ein Roadmovie in WoW. Warum nicht? Als ob wir sowas noch nicht gehabt hätten. Okay, wir reiten mal los. Und derzeit erzähle ich was über den Channel. Nämlich darum soll es ja in dem Video eigentlich ja gehen. Also, los geht's. Was ihr momentan sehen könnt bei mir, habt ihr gewiss schon mehr als einmal gesehen, nicht wahr? Ihr habt ja mal gesehen, was so in der Woche so alles rauskommt bei mir. Gut, jetzt über die Weihnachten war es ein bisschen flauer, weil... War Weihnachten, nicht wahr? Und gut, fassen wir das aber kurz nochmal zusammen. Am Wochenende, also Samstag und Sonntag, kommt bei mir jeweils Skyrim raus. Eine relativ lange Folge, ansonsten nichts momentan. Weil man muss sagen, Wochenende will ich mich auch ein bisschen mal, ne? Ein bisschen mehr relaxen und dafür ist genau dieses Art von Video perfekt. Dann haben wir während der Woche Warframe. Dann haben wir noch Heroes of the Storm und wir haben Robocraft.
die Reihenfolge ist jetzt rein zufällig und hat nichts mit der Wertigkeit zu tun, die ich da jetzt irgendwie anlege, sondern einfach nur, einfach mal random, ne, war. Ich habe irgendwie den falschen Knopf gedrückt, oder? Ah, sehr schön. Endlich sind die Balken weg. Gut. Das sieht jetzt schlimm aus. Und jetzt habe ich halt selber noch ein bisschen nebenbei angefangen, auch mal noch WoW zu spielen, weil es halt toll ist. Und mit dem Kollegen zusammen wieder die Welt hier unsicher machen, fand ich eine tolle Idee. Aber das, wie gesagt, dass mal hier und da mal ein Video vielleicht zu rauskommt. Mal gucken. Wollte nichts überstürzen und nichts versprechen an dieser Stelle. Aber ich muss jetzt doch schon das ein oder andere mal klarstellen, denn der eine oder andere hat ja gesagt, Junge, guck dir doch mal das und das Spiel an. Und das habe ich auch getan. Hab dann auch mich schlau gemacht, ob ich darauf von überhaupt Videos machen kann. Also jetzt nicht physisch machen kann, sondern mehr so darf. Und muss jetzt ein paar Absagen verteilen. Planet Side 2, nö. Einfach nö, nö und nö. Jetzt werde ich sagen, aber es sind noch so viele andere, die Videos davon machen. Ja, die haben Erlaubnisse dazu erteilt bekommen. Moah, nicht. Deswegen, kann ich keine Videos davon machen. Ich will nicht, dass mein Channel dicht getreten wird, nur weil Sony mal gerade einen schlechten Tag hat. Deswegen, gibt's nicht. Ich könnte theoretisch von Ubisoft Spiele machen, nicht von also Filme was aufzeichnen, allerdings nicht von allen Spielen unbedingt und dann müsste ich mich an eine gewisse Voraussetzung halten, die ich glaube ich bis jetzt eh alle erfülle. Also was die sagen, was man auf dem Channel nicht machen darf, das würde ich eh nicht mehr in den Traum einfallen, weil ich will nicht, dass in 2 Tagen später mein Channel weg ist. Da habe ich gesehen, Ubisoft Spiele, also Assassin's Creed, nein. Bevor mich einer noch fragt, ob ich Unity spiele oder so ein Kram, Assassin's Creed, nein. Ich möchte, dass mein Rechner am Stück läuft und nicht ständig abschmiert oder irgendwelche dummen Bugs mir im Weg springen oder irgendwelche Fehlanzeigen oder whatever. Nee, bin ich eh nicht wirklich der Fan von gewesen von der Spielerei. Dann vielleicht eher sowas wie Anno, hat mich damals in einer angehauen zu und muss sagen, wie es jetzt aussieht. Ich könnte das machen, allerdings, ich weiß nicht, wie es der Rest sieht. Ich weiß jetzt nicht, ob Anno gerade 2070 jetzt unbedingt der Titel ist, den jetzt alle sehen wollen, ganz ehrlich. Ich meine nicht, dass ich es nicht machen könnte, darum geht's nicht. Ich meine, ich bin auch wirklich nicht toll in dem Spiel, was vielleicht wieder unterhaltsamer werden wird, wenn ich unglaublich viel Blödsinn anstelle. Okay, ich bin jetzt nicht völlig unfähig, aber es ist doch schon, ich sag jetzt mal, trickreicher für mich, das Spiel zu spielen, weil ich meistens mehr so aus dem Bauch heraus Sachen baue und weniger aus logischen Gründen, sagen wir mal so. Also das wäre jetzt vielleicht eine Option. Dann wollte ich eine schöne Videoserie machen, die unglaublich witzig gewesen wäre. Zumindest habe ich mir diese witzig vorgestellt. Zumindest habe ich darüber gedacht, wo ich darüber nachgedacht hatte, über die Idee, dachte ich mir so, hey, wenn ich das als Video machen könnte, Mensch, das wäre total unterhaltsam. Hey! Yay! Und dann ist mir aufgefallen, wem die Spielefirma momentan gehört. Jetzt will ich sagen, wie, Spielefirma? Welche Firma denn? Und zwar wollte ich von Command & Heroes Sachen bringen. Jetzt nicht von 2. 2 ist meinen Augen, also wenn ich von 2 jetzt anfangen zu reden, dann dauert dieses Video eine Stunde und ihr werdet danach taube Ohren haben, weil ich nämlich ziemlich aggro bin auf das Spiel. Das hat auch sehr gute, sehr viele Gründe, warum das der Fall ist. Oh mein Gott, das werde ich doch wirklich runtergeholt. Haut ab, ihr... Oh mein Gott, das ist ein Boss gewesen. Mann, der hat mich mit 2 Schrägen Penner. Moment, wo war das bitte gerade? Okay, ich bin hier oben hingerannt. Ah, okay, jetzt müssen wir weg. Lass mal. Nee, da war ich schon nicht. Wo liegt meine Leiche jetzt? Direkt nebenan. Ha? Ihr Schweine! Ernsthaft. So, jetzt. Pff, nö. Ich lass mich nicht nochmal umbringen von dem Pansen da vorne. Geh ich woanders lang. Puh. Jetzt bin ich auch noch PvP geflogen. Oh, warte mal, ich bin vielleicht in die Hordenecke reingeritten. Oh, jetzt ist mir alles klar. Ah, okay, sorry. Ha. Ja, nee, war ein Versehen. Gut, reiten wir wieder nach Süden raus, dann ist da ja alles in Butter. Ich war da unten, ich bin in Pandaya noch nicht viel rumgezogen. Oh, warte mal, ich lasse schon wieder rein, oder? Warte mal. Ich glaube ja. Springen wir wahrscheinlich wieder zurück. Gehen wir hier vorne irgendwo Richtung Süden, das ist vielleicht eine gute Idee. So, wo war ich stehen geblieben? Mein Gott, jetzt war ich so irritiert worden gerade, dass ich völlig perplex war hier. Das ist ja schlimm. Hier sind wieder so Typen am Rumspringen. Haut ab, ich habe nichts mit euch zu tun. Und ich glaube, ich kriege auch keinen von euch tot, wie ich gerade aussehe. Okay, lass uns mal so stehen. Nachdem ich jetzt umgelatzt worden bin, wo wollte ich gerade nochmal drauf hinaus? Ich habe wieder völlig einen Faden verloren, was jetzt Leute, die mich länger kennen, absolut nicht irritieren wird.
Aber nichtsdestotrotz werde ich versuchen, den Faden wieder aufzusammeln. Irgendwo wieder rumliegen und ich werde ihn finden, festnageln und verfolgen danach, wenn es sein muss. Oh, vielleicht in einer anderen Reihenfolge, aber ist ja jetzt mal egal. Ja, also Dinge, über die ich jetzt nochmal nachphilosophiert habe, was man machen könnte, jeweils in einem oder anderen Ubisoft-Spiel, wäre theoretisch möglich. Müsste ich natürlich jeweils dann immer noch abklären, ob das geht oder nicht geht. Jetzt hau ab, du. Und normalerweise sehe ich da aber weniger so ein direktes Problem drin, da was von zu machen. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob da überhaupt jemand dran Interesse hätte. Ich meine, das eine oder andere wird bestimmt unterhaltsam sein, aber alles in allem, geht weg. Und ja, mal gucken. Okay, jetzt habe ich ihn wiedergefunden. Ich habe den Faden wiedergefunden, jetzt können wir ihn weiter verfolgen. Also, folgendes. Ich habe von Commodore 1 Videos machen wollen, und zwar mehr so alberner Natur. Mehr so sketchmäßig, hatte ich mir überlegt. Und dann ist mir wieder eingefallen, wer Relic gekauft hatte. Jetzt würde ich sagen, was hat er eigentlich mit dem anderen zu tun? Relic hat damals Commodore 1 entwickelt, hat immer noch die Rechte daran. Das folglich, wenn Sega jetzt quasi ja, Relic gekauft hat, haben die Rechte daran. Also was mit Veröffentlichung und Inhalten und so weiter zu tun hat. Und Sega wiederum ist der letzte Laden, wenn es darum geht, YouTube was machen zu wollen. Weil die Typen sind sehr dafür verantwortlich, dass diverse YouTube-Channel gewonshottet wurden und die sind verschwunden. Die wurden einfach mal gekillt. Die haben einfach gesagt gekriegt von Sega, yo, YouTube, pass mal auf, die Channel da hinten passen uns nicht, mach sie weg. Und die waren weg. Natürlich hat das alles einen gewissen anderen Grund noch gehabt. Ich will das Wort nicht hier an der Stelle erwähnen, weil das Erwähnen selber hat nämlich Channel-Schließung geführt. Ja, Spiele, die andere Channel schließen, das ist Wahnsinn gewesen. Aber das Gute ist, das ist hier nicht so aufgetaucht, muss man sagen, es war ja mehr in Amerika der Fall gewesen. Aber mal im Ernst, was ich da gehört habe, hat mir persönlich gereicht. Das hat mir persönlich gereicht und ich sag dann so, Sega-Spiele, how about no? No chance in hell. Nee, Sega-Spiele, wenn es sich vermeiden lässt oder einfach nur aus Prinzip heraus, weil die halt sehr viele YouTuber auf dem Gewissen haben, in Anführungsstrichen. Jetzt nicht echt, ich meine jetzt mehr so im Sinne von, ne, dass die Channel halt weg sind. Muss ich sagen, ist mir zu gefährlich, fasse ich nicht an. Einfach so. Das ist Selbsterhaltungstrieb in dem Falle. Und natürlich auch Commodore 2. Die haben zwar eine Twitch-Integration, also ein Kram, aber dann muss ich sagen, es interessiert mich ehrlich gesagt sehr wenig, weil das Spiel ist halt furchtbar. Also das Spiel in sich war nicht furchtbar, aber die Erlebnisse, die ich damit hatte, inklusive des Vorbestellens, des Erhaltens, des Contents von meinem Account entfernt wurde wieder und egal, lassen wir es einfach so stehen. Ist so völliger Bullshit das Spiel in Hinsicht des DLCs, weil man kauft sich da ja für etliche Euro einen Skin für einen Panzer. Was soll denn der Bullshit auf einmal? Okay, lassen wir es verstehen. Das wird nur ärgerlich und unschön, wenn ich weiter davon rede. Gut, gehen wir zu den Sachen über, die vielleicht interessanter sind. So. Ja, also, ne, ist, wie gesagt, falls irgendjemand noch eine Spieler hat, die ich mir angucken soll oder checken soll, ob ich die überhaupt Videos für machen darf, für mich jetzt, ich meine nicht für sie. Sie müssten das schon selber nachgucken, ob sie das machen dürfen von euch aus, nicht wahr? Aber wir müssen mal gucken, was da noch so demnächst kommt, weil es ist ja immer schwierig. Ich wollte jetzt nicht unbedingt Warframe und andere Spiele bis zum Tag des jüngsten Gerichts spielen. Ich wollte zwischendurch schon noch was anderes machen. Wie gesagt, ich will jetzt nämlich nicht mit einem Spiel sofort aufhören. Nein, keine Panik. Aber man muss ja auch mal in die Zukunft denken und sagen, was könnte ich noch machen? Was ist das hier für ein Ding? Was ist das? Nein, ah. Ich wollte das nicht klauen. Stealing from the dead, weißt du was? Ja. Ich bin tot gewesen, ich darf es mitnehmen. Ha. Huh. Ich wollte nur gucken. Ich wollte es ja nicht mitnehmen. Schade, dass der Debuff direkt kommt, wenn man nur dran klickt. Mensch, so ein Fuddel. Shame on you. Ja, shame on you too. Jetzt müssten die Bewohner mich angreifen, weil ich versehentlich was da hinten angeklickt habe. Das wäre es noch. Das wäre, glaube ich, der völlige Untergang für mich. Okay, reiten wir hier hinten wieder raus. Was hat schon für... Oh, ich dachte gerade, das reitet einer auf mich zu hier. Da habe ich gerade zu Tode erschreckt hier. Gut, reiten wir hinten wieder raus. Das wird schon klappen, wird schon klappen. Nun, also, wie gesagt, falls irgendjemand ein Spiel hat, die ich vielleicht mir mal einen Channel angucken sollte,
kein Problem. Wie gesagt, ich muss natürlich immer vorher checken, ob das cool ist für die Leute, ob sie Videos machen lassen wollen von ihren Spielen, ja oder nein. Weil ansonsten werde ich einfach sagen, wenn die sagen, nein, ist nein. Das ist schrecklich einfach. Ich werde jetzt nicht mich hinstellen und sagen, dann, aber andere haben gesagt, das wäre okay. Es interessiert mich nicht, was andere sagen. Wenn der Hersteller des Spiels sagt, nein, dann ist nein. Weil in der Regel haben die definitiv den längeren Hebel, wenn sie mich platt machen wollen. Das fangen wir nicht an. Wir wollen keinen Krieg anfangen an der Stelle. Nicht, dass ich das will, aber ich meine, nein, wir fangen das nicht an. Wir fangen das nicht an. Wir lassen es einfach mal so stehen. Naja, gut. Aber mal gucken, was demnächst noch kommt. Also ja, genau, die Sachen, die ich vorhatte, die jetzt generell für unseren Channel betreffen, ne, für Leute, die halt gerne gucken wollen, was oder wissen wollen vor allem, wie es weitergeht, wäre diese Information, glaube ich, nicht ganz uninteressant. Also, was wird demnächst auf meinem Channel passieren, ist die Frage. Und da kann ich so viel schon sagen. Es kommen natürlich weiter, die Videos, die ihr bis jetzt schon gesehen habt auf meinem Channel, werden auch weiter erstmal gehen, weil ich habe momentan keine wirkliche Alternative dazu, ehrlich nicht. Jetzt vielleicht das ein oder andere WoW-Video vielleicht dazwischen schmuggeln noch, aber ansonsten, nö. Weil, ne, es springt mich gerade nichts an anderen Spielen, wo ich sage, jetzt ich müsste das unbedingt spielen. Aber jetzt reden wir mal Klartext. Warframe, ich hatte noch vor, die Bosse, die zumindest eine etwas kompliziertere Mechanik hatten, einfach mal zu zeigen und vor allem zu zeigen, was man überhaupt mit denen machen soll. Weil die meisten Bosse sind ja so wie mit, oh, ich schieße drauf, ich mache keinen Schaden. Warum nicht? Da gibt es ja irgendwelche Mechaniken dahinter, die das verhindern. Und es gibt viele Spieler, die bis heute schon mal nicht raffen, weil die stehen davor und haken einfach wie Bekloppte auf die Gegner ein, ohne zu wissen, dass das gar nichts bringt. Deswegen, da glaube ich mal so ein kleines Erklärbär-Video für den einen oder anderen Boss, glaube ich, ist dort durchaus angebracht. Gerade vor allem, dass man auch die Bosse mal sieht und mal einschätzen weiß, oh, das sind die von da und da. Aha, da kann man auch mit den Namen was anfangen. Vielleicht lerne ich dann endlich mal die Bosse auch und deren Namen. Wer weiß, vielleicht lerne ich dann selber noch was bei. So, was haben wir da sonst noch? Warframe-Videos, also davon. Und natürlich die Warframe-Checks. Also zu sagen, ist ein bisschen blöd formuliert, aber ist halt von, ne, von einem gewissen anderen Spiel noch die Idee, dass ich einfach sage, ich packe mir ein Warframe, packe da vielleicht ein paar interessante, vielleicht auch stylische Waffen damit bei. Nicht unbedingt, da man nicht wirklich falsche oder richtige Waffen bei den Warframes haben kann, werde ich dann einfach wohl was nehmen, was einfach inhaltlich gerade passt. Das abgesehen, dass ich jetzt Quiffel einreite, fällt mir mal gerade ein. Das ist kein Weg, wenn ich hier entlang laufe. Bist du ein Weg? Nein, du bist ein Platz. Okay, wir laufen einfach den Berg entlang. In dem Falle. Irgendwas neben mir ist eine riesenlange geschlängelte Linie. Ist bestimmt ein Weg da oben drüber. Oder ist eine Festung oben drauf? Ist jetzt mal egal. Laufen wir mal weiter. Oh, es ist sowas wie eine Festung. Okay, laufen wir ein bisschen oben. Ein bisschen im Kreis. Mal gucken, was da passiert. Also, ne, davon werde ich auf jeden Fall weiter Videos machen. Warframe. Natürlich halt Warframe-Check und so weiter. Vielleicht diese Videos, wenn ich mal was Neues erzähle oder was jetzt im Dojo passiert ist und wie alles so aussieht und was mir aufgefallen ist im Spiel, die werde ich ein bisschen reduzieren, weil ich glaube nicht davon 3, 4, 5 Videos die Woche brauchen. Vielleicht 1 oder 2 maximal die Woche. Ich meine, das mache ich zwar eh schon. Vielleicht nur noch 1. Hm? Und dafür dann halt ein paar andere Videos noch ein bisschen mehr. Das wäre vielleicht mal die Idee. Dann Robocraft, ja gut, ich meine, sagen wir mal so, solange ich dort noch nicht Tier 10 erreicht habe, ist dieses Spiel für mich noch nicht abgeschlossen. Nach dem Motto, ich bin noch nicht fertig, so ungefähr. Ich bin noch nicht fertig mit dir spielen und deswegen werde ich nicht weiterspielen, bis es nicht weitergeht. Mann, das sieht geil aus, ich weiß ja nicht. Ich werde nichts sagen, aber ich muss gestehen, Blizzard kann echt coole Gebäude und Landschaften irgendwie in die Landschaft setzen. Das sieht irgendwie geil aus. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es sieht wirklich gut aus. Nicht, dass ich jetzt unbedingt jetzt wüsste, wie es in China unbedingt aussieht, weil so hat es bestimmt in China niemals ausgesehen. So übertrieben. Aber es passt irgendwie alles. Irgendwo. So auch mit der Landschaft hier, mit diesen extrem hochaufragenden Gebirgenstücken hier. Mit den coolen Bäumen überall. Das sieht schon geil aus. So, bevor ich mich weiter ablenken lasse. Ist nämlich ein Sackgassen, Instanzeingang. Nee, was haben wir da sonst noch? Robocraft natürlich, wir gehen noch weiter danach. An der Stelle ganz kurzer Hinweis für Leute, die mit mir spielen wollen. Ihr könnt gerne versuchen, mit mir zu spielen, wenn ich mal online bin. Und, ne, aber ich habe relativ engen Zeitplan und Videos machen dauert relativ lange. Ich kann also weder einfach mal so euch ein Video mit reinpacken oder euch mit euch spielen einfach mal so. Weil, ne, Zeit. Zeit haben und sich Zeit nehmen ist momentan gerade mit dem, was ich alles vorhab, Luxus, den ich nicht habe, ganz ehrlich. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, nee, hau ab, Assi, mit dir spiele ich nicht. Nein, so nicht. Keine Panik, das ist jetzt nicht damit gemeint. Es ist eher die Problematik, dass ich halt der Tag hat und 24 Stunden hat und neben Schlaf und Essen
das Video machen tatsächlich relativ langatmig für mich, deswegen ich kann da jetzt nicht und hochladen vor allem auch noch. Und da kann ich nicht einfach jetzt sagen, oh, ich nehme jetzt Videos mit irgendeinem auf oder ich jetzt kann ich einfach mal für irgendeinen helfenderweise mit ins Spiel springen oder so. Das geht dann in der Regel nicht. Weil, ja, wie ihr vielleicht manchmal wisst, wenn man so einen Haushalt einen eigenen hat, dann muss man auch Dinge tun zwischendurch, wie sie aufräumen, putzen und so weiter. Fällt halt alles auf. Oder auch einkaufen gehen. Ich meine, alles sowas muss erledigt werden irgendwo. Oh, nun. Ah, hier, das ist die coole Brücke, wo ich unbedingt mal herlaufen wollte, glaube ich, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, ja, laufen wir dann mal weiter. Gut, gut. Nee, deswegen nicht traurig sein oder nicht ärgerlich sein, wenn ich jetzt sage zwischendurch, nee, ich habe keine Zeit oder für dich habe ich gerade überhaupt keine Zeit, weil es ist dann einfach so, wie es ist. Ich meine, ich kann mir dann nichts aus den Rippen schneiden an Zeit. Dann müsst ihr einfach mal so damit klarkommen. Sorry. Gut, was haben wir noch? Heroes of the Storm. Wenn dort irgendjemand ist, der unfassbares Wissen über dieses Spiel hat, und ich meine mich sehr zu erinnern, dass ich einmal mit einem gespielt habe, der schon mehr Ahnung davon hatte, kann er mir ruhig nochmal einen Ball zu werfen in Hinsicht, was man am besten dort spielt, was man nicht spielt in Heroes of the Storm. Ich habe da keinen Plan von. Ich bin froh, wenn ich aus der Schlacht rauskomme und ich nicht dauernd gestorben bin. Und natürlich auch mal gewonnen habe zwischendurch. Ich meine, ich hatte das Glück, dass jedes Mal, wenn ich aufnehme, ich irgendwie gewonnen habe. Aber ich hatte auch da schon andere Kämpfe, wo ich einfach plattgewalzt wurde in Heroes of the Storm. Und das war dann sehr unschön, weil ich sehr viel am Fluchen war. Ich glaube nicht, dass das gut für ein Video ist. Gut, was haben wir sonst noch? Haben wir noch? Ja, Skyrim. Ja gut, Skyrim läuft halt weiter, wie es ist. Vielleicht Leute sich wundern, weil ich da nicht rede wie sonst. Für mich ist Skyrim so ein bisschen, dass ich versuche, dort nicht unbedingt ein Rollenspiel zu machen, weil dafür wäre es ein bisschen übertrieben, dass ich das versuche, weil das schaffe ich eh nicht. Aber ich habe da an mich selber den Anspruch, dass ich versuche, so weitestgehend im Charakter von dem, also den Charakter in die Spiele zu bleiben und nicht ständig dann ankommen mit, oh, seht nur, was ich auf YouTube mache oder so, sondern eher so wie, nein, dass ich jetzt wirklich nur versuche, halbwegs aber auch nur, wie wohl der Charakter oder ich in der Situation reagieren würde, vielleicht sogar, der jetzt also halt rumläuft. Ja, nur mal so für Leute, die sich wundern, dass das Video auch vom Inhalt her ein bisschen anders wirkt als jetzt vielleicht andere Sachen. Und hier ist er am Trainieren hier, sehr interessant. Ja, und dann schauen wir, was demnächst noch alles kommt. Könnt gespannt darauf sein. Das eine andere Spiel, wie gesagt, musste ich jetzt schon aus dem Fenster kegeln, weil das läuft halt nicht. Oh, schade, dass ich nicht fliegen kann in der Welt. Shit. Na gut, muss ich irgendwas noch rausfinden, vielleicht mal in dem Zusammenhang. Nee, aber na, dann sehen wir uns vielleicht wieder. Wünsche einen guten Rutsch an dieser Stelle schon mal. Ich habe extra für morgen noch ein kleines Schmankerl für Warframe hingelegt. Für Leute, die gerne wissen wollen, wie mit den Ingame-Währungen das alles so aussieht im Spiel. Da habe ich mal einen etwas längeren Schwatt hingetackert. Also weniger rumgespiele und mehr gezeige und erkläre. Rund ums Thema Credits im Spiel als auch Platino. Und wie man das Zeug kommt. So einfach ist es. Obwohl ich dazu verdammt lang gebraucht habe, das zu erklären. Aber gut, kann ich alles haben. Und darauf würde ich mal sagen, da vorne ist dann unser Ziel, würde ich mal sagen, am Titan Monastery. Whee! The Shrine of the Twin Serpents. Und mit dem Holzgestell, was ein bisschen grob motorisch hingetackert wurde, würde ich mal sagen, ist unser Roadmovie fertig. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich in neuem Jahr. Ich wünsche euch, wie gesagt, allen einen guten Rutsch. Und ja, das war es erstmal für 2014 von mir MK3. Bis die Tage dann. Ciao!